Mehr als 80% der Steirerinnen und Steirer nützen das Internet. Eine große Chance und Herausforderung für die Wirtschaft. In unseren Handelswegen besuchen wir eine Deutsch-Landsberger Firma, für die der Onlinehandel zum wichtigen Standbein geworden ist. Hoch hinaus geht es für dieses Modellflugzeug. Im Höhenflug befindet sich auch der Onlinehandel. Laut KMU-Forschung Austria kauft bereits rund die Hälfte der steirischen Kundschaft über das Internet. Von Deutsch-Landsberg aus setzt auch Modellsport Schweighofer neben lokalen Standorten auf das globale Online-Geschäft. Digitalisierung macht auch im Handel nicht Stopp. Damit erreichen wir weitaus mehr Kunden als wir durch ein normales Ladengeschäft. Und wir haben schon im Online-Bereich, im Online-Shop, an die 50.000 Besucher täglich. Eines der Herausforderungen ist sicherlich der Mitbewerb, die Preistransparenz, die Produkte tatsächlich vorrätig zu haben. 2017 haben wir in 66 Länder ausgeliefert, das heißt also von Australien bis Amerika, von Japan bis nach Südafrika. Dabei lasse sich ein starker Trend zur mobilen Internetnutzung erkennen. Fast 30% der Steirer und Steirerinnen informieren sich laut Wirtschaftskammer via Smartphone zu verschiedenen Einzelhandelswaren. Allein zu Weihnachten kam in dem Deutsch-Landsberger Betrieb bereits jede zweite Bestellung übers Handy. Um gegen die internationale Konkurrenz bestehen zu können, setzt man hier neben Eigenmarken auf gut ausgebildete Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter werden laufend geschult in jegliche Richtung im E-Commerce-Bereich. Wir sind einer der ersten Betriebe, die auch schon ein paar Lehrlinge dafür aufnehmen werden und die dementsprechend qualifiziert ausbilden werden. Mit der Kombination aus globalem und lokalem Angebot wolle man vor allem eins: vielen die Faszination Modellsport näher bringen. Man kann wirklich selber was kreieren, man kann was basteln, ja. Das macht, glaube ich, die Faszination aus. Ja. Mir gefällt das einfach und es macht halt mega viel Spaß, dass man Zeit mit dem Modellsport verbringen kann. Und auch in diesem Bereich scheint der Trend zum Onlinehandel weiter zu steigen.